Ärztekammer-Konflikt entgleist völlig. Wien. Wer gedacht hatte, dass in der erbittert geführten Auseinandersetzung in der Wiener Ärztekammer bereits die höchste Eskalationsstufe erreicht ist, bei der Sitzung am Freitag soll es angeblich zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, wurde am Dienstag eines Besseren belehrt. Die Gegner von Kammerpräsident Johannes Steinhardt, die Vizepräsidenten Stefan Ferengi, Erik Rendell-Huber, Stefan Konrad sowie Finanzreferent Frederik Tömpöl, luden zu einem Mediengespräch und forderten öffentlich, Steinhardt müsse sofort gehen. Dabei wurden schwere Vorwürfe gegen Steinhardt geäußert. Neben angeblichen Verstößen gegen die Geschäftsordnung der Kammer, um Gegner auszubremsen, wurde angeführt, dass Steinhardt in der Causa Equip 4 Ordi als Beschuldigter geführt wird. Sinngemäß wurde der Staatsanwaltschaft sogar eine Festnahme von Steinhardt wegen Verdunklungsgefahr ans Herz gelegt. Steinhardt konterte umgehend, dass Ferengi glaubt, meinen Rücktritt fordern zu müssen. Beeindruckt mich wenig. Er, Steinhardt, sei demokratisch gewählt worden, und eine demokratische Abwahl wäre etwas völlig anderes als die Rücktrittsaufforderung eines politischen Mitbewerbers, der glaubt, eine bestimmte, und im Übrigen dafür völlig ungeeignete, Situation für seine Zwecke ausnützen zu können. Gleichzeitig fuhr Steinhardt ebenfalls schwere Geschütze auf. Es schaltete die Aufsichtsbehörde, MA40, ein, und forderte von dieser eine rasche Amtsenthebung von Huber. Laut Steinhardt habe sein Vizepräsident die Geschäftsordnung außer Kraft gesetzt und illegal den gewählten Finanzreferenten seiner Kurie gegen eine Vertraute getauscht. Diese habe dann Geld für ein von Huber gewünschtes Gutachten genehmigt. Und damit jetzt zu etwas völlig anderem, denn momentan geht es in der Ärztekammer ziemlich rund. Im Presseclub Concordia wurde jetzt vor kurzem eine eileinberufene Pressekonferenz veröffentlicht und vom Vizepräsidenten der Wiener Ärztekammer, Stefan Ferengi, der damit dabei sein wird, die Pressekonferenz auch leiten wird, für uns vor Ort berichtet Kollegin Laura Huser, zu der wir jetzt schalten. Laura, in der Wiener Ärztekammer kracht es wieder einmal. In den letzten Monaten hat man Meinungsverschiedenheiten immer wieder mal in die Öffentlichkeit auch hinausgetragen. Aber jetzt scheint der Streit eskaliert zu sein, und zwar so sehr, dass der Vizepräsident den Rücktritt von Präsident Johannes Steinhardt fordert. Kannst du uns da vielleicht etwas näher die Fakten einordnen? Was genau hat das Fass jetzt dann zum Überlaufen gebracht? Ja, also zunächst einmal ist wichtig, um welche drei Personen sich das ganze Drama da spielt. Also zum einen eben der Präsident der Wiener Ärztekammer Johannes Steinhardt, dann der Vizepräsident Stefan Ferengi und dann noch den Kurienobmann Erik Randall-Huber. Diese drei Personen sind jetzt in den letzten Tagen mehrmals in den Medien auch zitiert worden, denn es hat auch immer wieder Streitigkeiten in den letzten Monaten gegeben zwischen Ferengi, dem Vize, und auch dem Präsidenten Steinhardt. Die ganze Situation soll dann aber am vergangenen Freitag eskaliert sein bei einer außerordentlichen Sitzung der Wiener Ärztekammer. Da ging es nämlich um Erik Huber, eben den Kurienobmann. Ihm wird eben Befangenheit vorgeworfen. Er soll wichtige Anträge zurückgehalten haben. Und das soll eben, hätte eben eigentlich alles besprochen werden sollen bei dieser außerordentlichen Sitzung am Freitag. Die ist dann aber eskaliert. Laut Medienberichten soll es da auch zu einem Handgemenge gekommen sein. Wer genau da betroffen war, das ist noch unklar, aber die Sitzung wurde dann eben abgebrochen und danach sollen sich eben Vize und Präsident noch einmal getroffen haben und der Vize Ferengi soll dann erneut von Steinhardt den Rücktritt gefordert haben. Steinhardt wird vorgeworfen, dass er eben die Geschäftsordnung missachten würde, aber Steinhardt wird auch als Beschuldigter geführt bei Ermittlungen rund um eine Tochtergesellschaft der Ärztekammer. Steinhardt wird hier eben als Beschuldigter in Bezug auf Untreue geführt.
Steinhardt hat die letzten Tage wenig von sich hören lassen. Er scheint das Ganze noch gelassen zu nehmen. Vor einer Stunde hat er aber der Tageszeitung Presse ein Interview gegeben und in dem Online-Artikel meint Steinhardt, dass ihm das Ganze jetzt nicht wirklich verwundern würde, dass der Rücktritt gefordert würde, denn Ferenczi und Huber würden seit Monaten bereits eine Kampagne gegen ihn führen. Darum 16.30 Uhr gibt es jetzt eine Eilpressekonferenz. Was können wir denn da jetzt erwarten? Ja, das gesamte Präsidium der Wiener Ärztekammer, die stellt sich eben jetzt hinter Ferenczi und entscheidet sich gegen Johannes Steinhardt. Das gesamte Präsidium fordert jetzt eben den Rücktritt Steinhardts und Ferenczi hat ja diese Pressekonferenz hier heute einberufen, wird die auch leiten und dann noch einmal seine Forderungen laut machen, dass Steinhardt zurücktreten soll. Er hat eben auch Verstärkung mit dabei. Unter anderem ist eben Erik Huber dabei, der Kurienobmann, von dem ich gerade gesprochen habe. Und hier wird jetzt noch einmal lautstark gemacht, dass Steinhardt zurücktreten soll. Aus journalistischer Seite ist aber zu erwarten, dass sich die Herren wohl Fragen stellen müssen, vor allem bezüglich des Freitags, wie es da zu diesem Handgemenge gekommen sein soll und auch wie es in Zukunft weitergeht. Dieses ganze Drama um die Wiener Ärztekammer, die schlägt ja auch weitere Kreise, auch politische Kreise. Immer wieder hat es da auch Meinungsverschiedenheiten mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegeben. Ihn habe ich heute noch nicht erreicht. Also was er zu diesen Streitigkeiten sagt, das bleibt noch offen. Auf Bundesebene hat sich aber bereits gestern der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch geäußert. Er hat gemeint, dass diese Streitigkeiten eben kein gutes Bild auf den Beruf Arzt geben würden. Und er hat gemeint, dass die Streitigkeiten intern geklärt werden sollten. Mit diesem Termin bleibt dieser Wunsch wahrscheinlich unerfüllt, denn ein weiterer Termin der Wiener Ärztekammer eben jetzt um 16.30 Uhr medienöffentlich.